So, guten Morgen, liebe Leute. Wir haben den 5. Mai 2018. Hier passiert heute in Düsseldorf-Benrath was Großes. Und zwar die Düsseldorf Panther. Der älteste noch existierende Footballverein in Deutschland wird 40 Jahre alt. Somit wahrscheinlich sogar der älteste in Europa. Hier machen sich gerade die Kleinen, die U13, für ihr Spiel bereit gegen die Bonn Gamecocks U13. Wir sind hier gerade frisch am Aufbauen. Dort drüben hat sich unser Getränkestand in den alten Sandkasten verfrachtet. Natürlich sind da jetzt Kiessteine drin, so dass man da in Ruhe seine Getränke zapfen kann. Das Wuseln geht hier los. Die ersten Zelte stehen, wie ihr bereits seht. Wir bauen jetzt weiter auf, um für euch das Event des Jahres hier auf die Beine zu stellen in American Football in Deutschland. Natürlich neben dem Jumbo Bowl. Ja, 3.500 Zuschauer werden circa erwartet. Mal sehen, wie es läuft. So, hier sieht man jetzt das erste kleine Lebenszeichen von dem, was nach dem Spiel steigen wird. Natürlich auch schon vorher mit Getränke wahrscheinlich bedient werden kann. Das muss man abwarten. Ja, wir sind hier am hinteren Platz bei den Umkleiden. Hier hat sich der Club der alten Herren die Alumni Panther was einfallen lassen für dieses Event. Und zwar einen kleinen Gedächtnistrubel. Unsere Pokale der alten Leute, der ehemaligen, die Euro Bowl Trophy unter anderem, die man hier sieht. Es wird noch ein bisschen da drin gewerkelt. Mal sehen, ob wir gleich Thomas Jülicher, ehemals Präsident der Panther, zu einem kleinen Interview überredet kriegen. Es sind schon schöne Sachen bei. Ja, Medaillen ohne Ende. Schöne Pokale. Dann von den Leuten aus Abu Dhabi ein Geschenk. Ein Turnierpokal in Form eines vergoldeten Säbels, auch nice. Ja, schon einiges dabei. Und jetzt werde ich gerade geliked. Wer weiß, wer du bist. Ich würde dir jetzt einfach mal das Mikro geben und dir die Chance geben. Sag einfach mal was richtig Nettes über Düsseldorf Panther. Hallo, ja, das fällt mir nicht schwer, weil ich habe eine ganz gute Verbindung zu den Düsseldorf Panthern. Und als ich von Andreas Motzkus vor 2-3 Wochen gehört habe, dass ihr eine riesen Party feiert, habe ich gesagt, na klar, da komme ich gerne vorbei. Weil das ist ehrlich gesagt das Beste, was ich mich an Düsseldorf erinnern kann. Die Partys, die waren immer legendär. Allerdings auch die Spiele. Weil ich habe auch selber hier auf dem Platz noch gespielt und das war wirklich knallhart. Also richtig geile Fights, knallen ohne Ende, ihr Schädel hat gebrummt danach, aber danach hat man sich dann sehr gut zusammengesetzt, hat noch ein Halbbier zusammengefunden und ist dann mal auf dem Feld vor allen Dingen sehr, sehr engagiert zusammengegangen und danach sehr, sehr freundlich miteinander umgegangen. Deswegen bin ich sehr gerne hier und ich freue mich, dass ich heute bei euch sein darf und hoffe, das wird ein schönes Spiel mit dem Sieg der Düsseldorf Panther. Vielen Dank. Und zu meiner linken Seite von euch aus gesehen, rechts, da stehen zwei Personen, die schon von Anfang an dabei sind. Liebe Fotografen, habt ihr auch Teleobjektive mit, wenn ihr die ganze Gasse fotografieren wollt? Das schaffen die Liner noch gar nicht. Wow! Liebes Panther Stadium, hier kommen die Kleinsten. Und die U10 der Düsseldorf Panther! Die U10, wie alle anderen Jugendteams, sind in den höchsten Spielklassen in Nordrhein-Westfalen vertreten. Bei der U10 ist es die Regionalliga. Erstes Turnier am kommenden Himmelfahrtstag in der verbotenen Stadt. Herzlichen Applaus für die U13 der Düsseldorf Panther.
gehabt und haben natürlich deutlich gewonnen. 50 zu 12 hieß es hier eben. Um kurz nach halb eins. Regionalliga U13. Vierfache Westdeutscher Meister treten dann in der U16 Regionalliga und haben ihr Auftaktspiel gewonnen. Nächstes Spiel übrigens morgen in Münster. Für den Fall der Fälle, dass ihr keinen dicken Kopf habt. Ladies and Gentlemen, die Namen neu formiert sind sie dieses Jahr in der Oberliga NRW. Und jetzt sind wir bei unseren Rookies U19 in der German Football League Juniors, das erfolgreichste Düsseldorf Panther-Team, das wir haben. 15 deutsche Meistertitel, erfolgreichstes Nachwuchsteam im American Football, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa. 10-mal die Gruppe Mitte der GFLJ gewonnen, 4-mal deutscher Vizemeister. Und letzte Saison waren sie endlich wieder ganz knapp dran. Sind bis in den Junior Bowl gekommen, also bis ins Endspiel. Am Ende Vizemeister geworden. Ganz knappe Geschichte. Und ratet, die meisten werden es wissen, gegen wen haben sie verloren? Gegen die U19 der Paderborn Dolphins. Das alles und noch viel mehr. Die Jugend und Cheerleader-Abteilung der Düsseldorf Panther. Die wir im Internet haben, aber wir haben kein Tagesaktuelles. Ja gut, das stimmt. Wir haben so, hier Ort und wir erlauben uns jetzt mal einen kleinen Hinweis. Mit den einzelnen wir werden gleich die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland und die amerikanische Nationalhymne hören. Und die Spielerinnen und Spieler und die Cheerleader werden sich dann von der Haupttribüne wegdrehen und auf die Gegentribüne schauen. Dort sehen Sie die Düsseldorfer, die deutsche Flagge. Und von dort werden Pressefotos gemacht. Wir warten jetzt noch auf unsere Mannschaft, die noch nicht ganz fertig ist. Bis dahin tun wir das, was wir gerne machen, einmal auf unsere Sponsoren hinweisen. Nämlich die Düsseldorf Panther haben viel Unterstützung hier auch in Düsseldorf. Einerseits durch die Sportstadt Düsseldorf, eine Initiative der Stadt Düsseldorf für den Breiten- und Leistungssport. Dann die Adam Opel AG, das Autohaus Ulmen. Wenn Sie mal ins Stadion rumschauen, dann sehen Sie die Fahrzeuge dort. Die Firma IFS, Financial Partners Agentur, Ihr unabhängiger Financial Finanzberater, Therapiezentrum Skopin, auch hier aus Düsseldorf, Genrock Network, Weitschneider Straße 12. Dann haben wir noch die Party Service, fröhlich für die Eventgastronomie. Wir haben die Firma Scheifen GmbH, auch hier aus Düsseldorf, Beschriftung mit Digitaldruck, Signage. Dann Value Farm Cosmetics aus Mönchengladbach, die haben was ganz Besonderes, nämlich das Panther Black Power Duschgel. Also, wer das mal haben möchte, geht einmal ins Stadion und wird es finden. Wir danken dem Restaurant Louisiana in der Düsseldorfer Altstadt, Flea Service GmbH für modernes Fuhrparkmanagement und der Firma Display Max, die auch hier die Düsseldorf Panther unterstützen. So, und ihr seht es schon, sie sind fast soweit für den Einlauf. Das Team der Düsseldorf Panther steht bereit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, erheben Sie sich von den Plätzen. Begrüßen Sie jetzt gleich in wenigen Sekunden das Team der Düsseldorf Panther GFL 2 2018, der 5. Mai, gegen die Paderborn Dolphins. Herzlich willkommen. Aber die Saison hat ja auch schon letzte Woche angefangen. So, Wolle, halt dein Wort bitte fest, denn das wollen wir hier heute genießen zum 40. So sieht's aus. Ja,
Spieler in Schwarz, schwarze Helme, rote Nummer. Düsseldorf Panther. Am heutigen Nachmittag. Herzlich willkommen. Und wir begrüßen dann auch die Schiedsrichter des heutigen Spiels. Und das Spiel wird geleitet heute von Whitehead, Gudrun Puttmann, Umpire Frank Büser, Lionsman Thomas, Korsten, Leinjad Siegfried, Lazaros, Sutau, Wegschad Sascha, Sutteiler, wir haben Zeitschad Andreas Bleibens und Fieldschad Tobias Tillmann. Herzlich willkommen den Schiedsrichtern. Und wenn die Mannschaft sich jetzt aufstellt, mit den Paderborner zusammen, einmal bitte die Aufstellung nehmen für die Nationalhymne. Wenn es soweit ist, die Mannschaft dort steht, dann geht es hier weiter. Meine Damen und Herren, es ist soweit. Bitte erheben Sie sich für die Nationalhymne der USA, dem Mutterland des American Football. Und erheben Sie sich auch danach für die Nationalhymne der Bundesrepublik Deutschland. Meine Damen und Herren, und wir machen jetzt weiter, nachdem die Spielerinnen und Spieler, die Cheerleader, alle vom Feld runter sind. Geht es weiter mit den Schiedsrichtern des heutigen Spieltages unter Leitung von Rudi Buchmann. Laufspielzug gestoppt durch die Nummer 19 der Paderborn Wolfens. Das war Robert Kendall. Defense Back, der da zugeschlagen hat. Leichter Raumverlust, zweiter Versuch, Goal to go. Es sind noch 2, 3, 4 Yards bis zur Endzone für die Düsseldorf Panther.
Und vielleicht können wir ja gleich was feiern. Zum 40-jährigen Jubiläum wäre mal ein Touchdown ganz gut. Wenn es denn so schlimm war, also zweiter Versuch, Goal to Goal. Genau wie lange zur Kreuz in die Endzone. Touchdown! Touchdown für die Düsseldorf Hansa! We will rock you! Und jetzt seid ihr dran, liebe Panther-Fans. Und wir sehen den Zusatzpunktversuch der Panther. Kick durch die Torstangen, wenn es gelingt, ein Punkt. Der extra Kick. Und der ist gut. Wir haben allerdings eine Flagge auf dem Feld. Also, wir feiern noch nicht weiter. Aber wir lassen es ein bisschen im Hintergrund laufen, denn wir haben ja schon mal 6 Punkte gesehen. Gegen die Düsseldorfer auf Vorstart. Es geht 5 Jahre nach hinten und der Versuch wird wiederholt. Illegale Formation, Offense. Kick wird wiederholt nach 5 Meter Strafe. Oder das ist ja das gleiche. Ja, auch das gleiche Zeichen. Also, interessanterweise, Kyle Graves ist der Holder. In engen Situationen erwarte ich mir dann eventuell auch einen Money-Trick-Spiel zu. Snap ist gut. Hold steht. Kick ist in der Luft. Und? Jawohl, da ist er. Das ist super. Offizielle Auszeit für den verletzten Spieler. Kusslan, Düsseldorf. Und wir sind auf der 32 Yard-Line. Nach dieser Ansage von der Schiedsrichterin. Erster Versuch. Und 10 Yards zu gehen für die Panther. Erster und 10 für die Panther nach diesem Powerlauf von Metzgen, der natürlich auch noch von der O-Line von Tech Receiver unterstützt worden. Das darf man nicht vergessen. Pitch geht auf Metzgen. Über die linke Seite. Michael Matkins, gestoppt von der Nummer 5, dem Gegenpart auf der anderen Seite, Thorsten Siebum, der hier das Tackle macht. Allerdings kleiner Raumgewinn auch für die Düsseldorf Panther. Zweiter Versuch, 9 Yards, die Entfernung. Mit der Nummer 6 diesmal unterwegs, das ist Muku Kuruglu, der hier das First Down macht und das hat er schon gut getan. So, letztes Quarter. Im Punt. Das war ein aufgemacht die ganze Zeit. Also kann man dann auch Ball in der Luft, keine Chance, weder für den Verteidiger noch den Angreifer, den Ball zu bekommen. Und jetzt sehen wir den allerletzten Angriffsversuch für die Paderborn Dolphins, die natürlich jetzt hier nochmal Risiko gehen werden und wollen. Denn sie haben noch die Chance, vielleicht was zu erreichen. Und da müsst ihr jetzt nochmal gegenhalten, damit die Null steht.
Also, ihr seid jetzt nochmal dran. Der Defense Go für die Düsseldorf Panther. Vielleicht ein letztes Mal heute hier im Stadion. Ein Receiver rechts, einer links. 15 Minuten Snap und ein Timeout. Jetzt versucht man vielleicht noch mal was zu besprechen. Vielleicht noch mal die Chance für unser Chili. Wenn man die Field Goal Unit draufschickt. Und die Dolphins versuchen ein Field Goal. Mal gucken, ob sie es schaffen. Nein, es bleibt dabei. 0 Punkte für die Dolphins. Und damit wechselt das Angriffsrecht. Wir haben noch 1:23 auf der Uhr. Also, wir sehen noch einmal den Angriff der Düsseldorf Panther hier im Stadion. Von der 34-Yard-Line. Erster Versuch jetzt für den Angriff der Düsseldorfer. Und sie gehen fair aufs Knie und lassen die Zeit auslaufen in diesem ersten Versuch. Die Uhr tickt weiter runter. Sehr sportliches Verhalten für die Offense der Düsseldorf Panther. Wir haben im Schnitt ein Touchdown. Plus ein. Plus ein. Overtime. Also, zweites Minute hier vor. So, das berühmte Abknien, um den Gameclock auslaufen zu lassen. So richtig gehört haben. Ja, und dann wäre dann noch unsere Cheerleader dran, wenn sie wollen. Ja, das ist weg. Ja, aber auch das muss man erst mal machen. Den kannst du dir aussuchen von so. Nimm die 57, Pascal Homberg. Ja. Brauchen wir nicht mehr. Es ist vorbei, das Spiel. Wir haben einen Sieg unserer Düsseldorf Panther mit 35:0 zum 40-jährigen Geburtstag heute hier in Düsseldorf im Stadion hier in Benrath. Die Teams klatschen sich jetzt ab und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Sie unserem heutigen Gegner, der hier tapfer mit sehr wenig Mannschaft in Anführungszeichen gekämpft hat, nochmal einen Sonderapplaus geben würdet. Also, die kommen gleich zu euch. Die Jungs haben gekämpft. Und Gentlemen, hier kommen die Gäste, die uns als Geburtstagsgeschenk die Punkte überreichen. Herzlichen Dank. Und Respekt für eure Leistung hier am heutigen Tag, den Paderborn Dolphins. Also,
Haupttribüne. Wir haben ja nicht immer nur Siege gesehen, aber heute war es beeindruckend. Zweites Spiel, zweiter Sieg. Hier kommt der Sieger und der Jubilar und alles. Die erste Mannschaft, der Düsseldorf Bande. Da freuen wir uns nachher auf die Party mit euch. Vielfach gleich hinter der Tribüne. Ihr habt sie eben beim Soundcheck schon gehört. Live-Musik für alle. Willenlos. Bleibt bei uns, feiert mit uns, nutzt die Zeit. Jetzt zur Stärkung. Alles am Start in großer Runde da hinten und dann sehen wir uns um 7:45 hinten auf Marschenplatz hinter der Tribüne zur großen Party mit Live-Musik. Abklatschen mit den Team. Wir rücken nach der Sideline. Vielen herzlichen Dank den Schiedsrichtern und der Leitung von Toni Bruckmann. Vielen herzlichen Dank den Düsseldorf, von Tourette, unseren Cheerleadern für den Support. Während des Spiels, wir freuen uns, weil auch euch sehen wir nachher auf der Bühne. Bevor wir das tun, haben wir hier noch jemanden an meiner Seite, den ersten Vorsitzenden der Düsseldorf Panzer, der euch noch mal ganz kurz begrüßen möchte und vielleicht das ein oder andere gerade noch zu essen. Vielen Dank. Ja, also guten Abend nochmal. Wir sind ja alle, oder ihr seid ja alle schon den ganzen Tag hier gewesen. Wir hatten, glaube ich, einen grandiosen Tag erlebt mit Sonnenschein, mit einem Sieg, mit vielen Highlights heute. Das nächste Highlight kommt jetzt gleich. Maron Müller-Wetzer, Band, Willenlos. Dazu möchte ich euch natürlich bitten, dass ihr alle hier nach vorne vor die Bühne kommt und dann hier auch entsprechend Stimmung macht. Wenn ihr die Möglichkeit habt, ich weiß, ihr sitzt gerade fürchterlich bequem, aber für die Band ist es natürlich ein bisschen besser, wenn ihr euch vor die Bühne begebt. Listen up, Trailer Bands! Willenlos! Kommt zusammen! Auf ein letztes Abenteuer heute. Ja, ich will den Marvin da nicht alleine hoffen lassen. Ist er denn jetzt gewesen mit dem Rollstuhl? Ihr Faulen, kommt! But so was that you to be strong.